Das ist die Web Talk Show. Mein Name ist Nico Gutjahr und heute sprechen wir über ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema. Und ich freue mich, dass eine sehr bekannte Frau da ist und ihr Buch diesem Thema gewidmet hat. Das heißt, durch die Hölle zum Glück. Meine Kinderwunschbehandlung, Fehlgeburten und warum ich nie aufgegeben habe. Es erschien bei Eden Books und ich freue mich, dass die Autorin da ist. Tanja Tschewtschenko, wie geht's dir und wo bist du? Hallo, ja, ich freue mich auch, heute bei dir zu Gast sein zu dürfen. Ich bin zu Hause im heimischen Schlafzimmer. Hier habe ich tatsächlich jetzt ein bisschen Ruhe vor der ganzen Bagage da draußen auf der anderen Türseite. Das freut mich, dass du dir die Zeit genommen hast und einen stillen Ort gefunden hast, weil mit vielen Kindern ist es natürlich auch gerne laut. Ich habe tatsächlich einen Moment gebraucht, bis ich den Titel richtig betont habe. Ja, weil man könnte es auch unterschiedlich meinen, aber es ist ja nicht durch die Hölle zum Glück, sondern es geht durch die Hölle zum Glück. Und du hast das Glück gefunden und du musstest dafür durch die Hölle. Wer jetzt gar nicht weiß, worum es geht, obwohl der Titel es natürlich zum Teil hergibt, wie würdest du den Inhalt deines Buches beschreiben? Ja, in meinem Buch erzähle ich natürlich erstmal meine Geschichte zum Kinderwunsch, meine Kinderwunschreise, denn ja, zum dritten Kind in Anführungszeichen sind wir nicht ganz so einfach gekommen. Es war, wie der Titel eben schon verrät, durch die Hölle zum Glück. Es war ein sehr, sehr beschwerlicher Weg, geprägt eben von Fehlgeburten, Kinderwunschbehandlungen, Rückschlägen, vielen Tränen und es war ein sehr, sehr steiniger Weg eben am Schluss doch noch das Glück finden zu dürfen. Ich glaube, wir freuen uns da alle sehr für dich. Wann war dir klar, dass das etwas sein könnte, was du als Buch auch verarbeiten möchtest? Also die Kinderwunschreise, die ging ja fast oder sogar mehr als ein halbes Jahrzehnt, also über 5 Jahre, in denen unheimlich viel passiert ist, natürlich auch mit mir, weil ich dadurch auch viel lernen durfte, wofür ich auch heute teilweise dankbar bin und auch anders die Dinge jetzt wertschätzen kann, die ich habe in der Familie, also noch dankbarer bin. Und während dieser Zeit habe ich halt gemerkt, dass das Thema Kinderwunschbehandlung und Fehlgeburten ein absolutes Tabuthema ist, weil ich zum einen Schwierigkeiten hatte, darüber zu sprechen. Es generell, glaube ich, Betroffenen schwerfällt, darüber zu sprechen, weil es oft so sprachlos macht. Also es ist halt einfach unheimlich schwierig, sich mitzuteilen, wenn man gerade in dieser Sprachlosigkeit steckt, von warum klappt es nicht, was passiert da mit mir, diese Rückschläge, die Versuche, die Trauerbewältigung. Und dann ist man doch oft auch sehr, sehr alleine mit dem Thema, weil man eben nicht mit irgendjemandem ins Gespräch wirklich kommt. Und während dieser Phase halt in den Jahren, da gab es mehrere Punkte, wo ich mir gedacht habe, ich möchte das gerne verändern, weil ich selber gemerkt habe, dass mir jegliches Gespräch unwahrscheinlich gut getan hat. Ich finde es toll, dass dieses Buch draußen ist. Eine befreundete Moderatorin hatte auch eine Fehlgeburt und hat daraufhin tatsächlich auch teilweise ganz fürchterliche Nachrichten bekommen. Unter anderem auch, das ist ja jetzt nicht schön, aber das müsse sie ja nun auch nicht in die Welt tragen. Und du weißt genauso gut wie ich, es ist ein sehr großer Teil des Lebens. Und es muss über sowas Wichtiges gesprochen werden, weil Wegschweigen bringt da ja gar nichts. Ich glaube, dass ganz viele Frauen wie auch Männer bei deinem Buch gedacht haben, sehr gut, endlich wird das Thema Fehlgeburt, Kinderwunschbehandlung auch mal im großen Rahmen erzählt. War es für dich denn leicht? Also es war für mich nicht leicht, diesen Start den Startschuss zu setzen, ne? Zu sagen, ich schreibe jetzt wirklich dieses Buch und ich werde das wirklich alles irgendwie erzählen. Das war nicht so, wo ich mir gedacht habe, ne? Ich habe schon sehr, sehr lange darüber nachgedacht. Ich hatte ja auch genug Zeit während der Kinderwunschreise. Aber ich habe es eben durch die verschiedenen Etappen für mich gespürt, dass ich darin eine wahnsinnige Wichtigkeit sehe. Und es gab halt diese vielen Momente, die Momente, wo ich selber das erste Mal mit meinem Mann in der Kinderwunschklinik war und wir uns irgendwie geschämt haben. Wo ich hinterher, also mittlerweile denke, warum haben wir uns geschämt? Es waren so viele andere da. Aber diese anderen, die saßen genauso beschämt im Warteraum. Und wir saßen alle im gleichen Boot und konnten trotzdem nicht miteinander kommunizieren oder sind nicht miteinander über das Warten ins Gespräch gekommen, was mich unwahrscheinlich verwundert hat. Und dann gab es andere Momente, da habe ich das Wort ergriffen, auch während einer Kinderwunschbehandlung, als alle Frauen da saßen und auf ihre Eizellentnahme warteten. Und auch da herrschte großes Schweigen. Wir saßen da zu sechst und niemand sagte etwas, obwohl wir ja wussten, wir sind alle aus dem gleichen Grund da. Und dann habe ich das Wort damals ergriffen und du glaubst es nicht, wirklich innerhalb von 2-3 Minuten ist jede Frau in diesem Raum auf das Gespräch eingestiegen. Jeder hat sich auf einmal von der Seele geredet, wie lange sie schon versuchen, ein Kind zu bekommen, was das eigene Problem ist und wie man gerade mit dem Partner irgendwie alles angeht. Und ich habe in diesem Raum so eine Befreiung gespürt von allen. Alle waren danach so, ja,
glücklicher nicht unbedingt, weil man hat ja sein Ziel noch nicht erreicht, aber so erleichtert, dass sie sich die Dinge endlich von der Seele sprechen konnten, dass mir, glaube ich, an solchen Punkten klar wurde, ich möchte darüber irgendwann sprechen, ich möchte das nach draußen tragen, ich möchte dem Ganzen eine Stimme geben und vielleicht ein Stück dazu beitragen, dass diese Gespräche, die wir dort geführt haben unter diesen 6 Frauen, etwas normaler für 6.000 oder 600.000 Frauen werden. Das wäre halt mein Wunsch. Das wäre auch mein Wunsch, wenn ich den mit dir teilen darf. Wir reden gleich weiter über das Buch. Lass uns ein wenig über deine Schauspielkarriere sprechen. Ich denke, im Namen von vielen würdest du bitte mal wieder ein bisschen schauspielen. Wir würden dich gerne mal wieder vor der Kamera sehen. Hast du diesen Wunsch vielleicht auch? Ich bin natürlich immer schon gerne Schauspielerin gewesen, mit Leib und Seele. Durfte ja auch unwahrscheinlich viel drehen in all den Jahren. 2018, auch während der Kinderwunschreise, kam der bittere Schlag, dass ich zum Beispiel in der täglichen Serie, für die ich lange gearbeitet habe, von heute auf morgen die Kündigung bekommen habe. Ich habe mit meiner Rolle einfach nicht mehr in das Konzept gepasst und musste gehen. Und seitdem ist es schauspielerisch, ehrlich gesagt, ja, recht still um mich geworden. Es ist halt nicht mehr so einfach. Viele Schauspielprojekte werden auch so ein bisschen, werden nicht mehr so unbedingt gefördert oder finden gar nicht mehr so viel statt, weil sich natürlich das ganze Sehverhalten und auch die Formate für den Zuschauer geändert haben. Also fiktive Geschichten haben nicht mehr ganz so viel Platz beim Endverbraucher als eben die echten und wahren Geschichten. Das sieht man eben heute an solchen Plattformen wie Instagram, TikTok, Facebook, YouTube. Und man schaut den Menschen gerne beim echten Leben zu. Und auf diesen Zug bin ich schlussendlich aufgesprungen. Anfangs war es Instagram, was ich gemacht habe zur Ablenkung, einfach während der Kinderwunschreise, um mich ein bisschen von der Thematik, die mich jeden Tag umhüllt hat, abzulenken. Ich habe lustige Putzvideos gemacht. Ich habe Leuten auf Instagram gezeigt, dass eine Person des öffentlichen Lebens genauso normal mit Wasser kocht wie alle anderen Menschen auch und habe so ein bisschen was von mir gezeigt und mir über die Schulter gucken lassen. Und dann wurde das tatsächlich über die Jahre so ein fester Account und durch das Kinderwunschthema, nachdem ich mich dann da auch irgendwann offenbart habe und davon erzählt habe, natürlich dann auch nochmal ein Account eben als Anlaufstelle auch zum Austausch zu dem Thema Kinderwunsch, Kinderwunschbehandlung, Fehlgeburten und. Und aktuell, Tanja, hast du da knapp 300.000 Followerinnen und Follower auf Instagram. Das ist natürlich schon eine ganz schöne Bank. Und schreiben die manchmal auch, Mensch, ich kenne dich noch aus Unter uns oder aus Alles, was zählt? Oder ist das gar kein Thema da? Ja, es ist mittlerweile eine wirklich große Community geworden. Ich hoffe, dass sie weiter wächst. Ich freue mich über alle neuen Follower. Und es ist natürlich so, dass viele, also es gibt die eine Generation, die kennt mich als die Eiskunstläuferin und da bin ich auch froh, wenn gerade die etwas ältere Generation auch zu mir findet. Instagram ist ja ein recht neues Medium und dann gibt es natürlich die Jüngeren, die mich eher vom Schauspiel her kennen und sich freuen, dass sie mich jetzt tagtäglich auf Instagram begleiten dürfen und mich da auch nochmal ganz anders kennenlernen dürfen als in so einer Serienrolle natürlich. Lass uns einmal zurückspringen zum 15. Januar 2001. Muss ich irgendwas zu dem Datum sagen oder ist alles klar? 15. Januar 2001. Was war da? Hat es geregnet? Ich weiß es nicht. Es hat geregnet, wahrscheinlich in deinem Herzen. Es war der Tag, an dem du deinen offiziellen Rücktritt vom Eiskunstlauf bekannt gegeben hast. Ach, okay. Da habe ich, glaube ich, letztens sogar tatsächlich mit jemandem drüber gesprochen und auch wieder das Datum vergessen, weil ich weiß, ich habe das nicht tief in mir verankert, dieses Datum. Das muss dann der Tag gewesen sein, wo eine Pressekonferenz stattgefunden hat und ich offiziell gesagt habe, dass ich jetzt vom Leistungssport zurücktrete und mich anderen Sachen widme. Der Prozess dahin, der fand aber natürlich schon viel, viel früher statt. Das ist ja nicht so etwas, was man so mal eben in 3 Tagen entscheidet und sagt, ich höre jetzt auf mit etwas, was ich irgendwie 20 Jahre lang oder über 20 Jahre lang gemacht habe. Sondern es war erstmal ein langer Weg dahin. Es war ja davor, ich hatte meine Erfolge, dann war der Weg von vielen Verletzungen geprägt. Ich habe einfach gespürt, es fühlt sich nicht mehr so okay an, wie es sich viele, viele Jahre für mich okay angefühlt hat. Und ich habe irgendwie gemerkt, ich muss etwas Neues machen für mich im Leben, was aber nicht so einfach ist. Sowas Großes, Essentielles, was immer so meine allergrößte Leidenschaft war, auf einmal loszulassen. Das war nicht einfach und der Prozess hat deswegen natürlich schon lange vor diesem Datum stattgefunden. Wer das jetzt gar nicht mitbekommen hat, dass Tanja auch eine unfassbare Karriere hingelegt hat, mehrfach deutsche Meisterin, einmal WM Bronze und einmal EM Bronze. Und wer jetzt von euch da kurz gedacht hat, was nur Bronze, holt mal Bronze bei einer Europameister- oder Weltmeisterschaft. Das ist schon heavy, heavy
Metal. 2000 hast du auch bei Hintergittern sogar mal mitgespielt, ne? Ist das eine Erinnerung, die noch da ist oder ist die weggewischt über die Jahrzehnte? Ich kann mich tatsächlich noch an den Dreh von Hintergittern erinnern, weil das natürlich so einer der ersten Chancen und Möglichkeiten war, mich mal vor der Kamera zu zeigen. Es muss auch irgendwann vor kurzem meine Ausstrahlung gewesen sein. Da habe ich dann von einigen Followern so Ausschnitte geschickt bekommen. Die haben dann irgendwie auf dem Fernseher gehalten und haben das abgefilmt und ich habe gedacht, oh mein Gott. Das war noch sehr weit weg von Schauspiel. Das waren einfach mal die ersten Versuche. Aber gut, irgendwo muss man anfangen. Aber daran kann ich mich noch wahnsinnig gut erinnern. Und dass ich auch sehr, sehr stolz war, dass ich die Chance bekommen habe, erstmal so, ja, zum Beispiel in so einem Format, mich dann einfach mal auszuprobieren. Ich hoffe wirklich sehr, liebe Casterinnen und Caster da draußen, holt Tanja Tschetschenko endlich wieder vor eine Kamera. Es kann doch nicht so schwer sein. Und zum Schluss möchte ich gerne noch von dir wissen, wie waren denn jetzt eigentlich für Durch die Hölle zum Glück die ersten Resonanzen? Gab es auch negative Vibes oder war alles ein großer Dank und viel Liebe? Also nachdem ich das Buch geschrieben hatte und ich dann wusste, es wird jetzt in Kürze veröffentlicht, war ich natürlich wirklich aufgeregt. Ich war schon gespannt, wie kommt das an, wie nimmt man meine Geschichte auf. Ich habe mir natürlich auch während des Schreibens unwahrscheinlich viele Gedanken gemacht, um auch Leidensgenossinnen thematisch gut abholen zu können. Dass man sich da wiederfindet, hoffentlich in der Geschichte, war so mein Wunsch. Ich habe das versucht auch so zu erklären, dass auch Außenstehende, die vielleicht Leidensgenossinnen begleiten, Dinge ein bisschen besser verstehen können. Und das waren alles so meine Wünsche, die ich hatte. Erwartet habe ich dann erstmal eigentlich nichts, sondern ich dachte mal gucken, was jetzt dabei rauskommt. Und sobald wirklich die ersten Bücher ausgeliefert worden sind, gerade auf Instagram ratterte mein privates Nachrichtenfach und es kamen wirklich nur, also ich muss es wirklich so sagen, es kamen nur positive Nachrichten und ich bin wirklich überflutet worden. Ich weiß noch, mir glühten die Wangen, ich kam ins Schwitzen, ich habe gedacht, das darf doch wirklich nicht wahr sein, weil die meisten wirklich alle geschrieben haben, es ist ein fantastisches Buch, es ist lesenswert, ich konnte nicht aufhören zu lesen, ich musste es durchlesen, ich habe es in einem Schwupps gelesen, ich habe die ganze Nacht gelesen. Also wirklich fast jede Nachricht, die ich aufmachte, kam so und ich dachte noch so, oh mein Gott, ich habe monatelang ein Buch geschrieben, warum liest du das in einer Nacht? Ja. Und es hat mich gefühlstechnisch auch wirklich überrumpelt und das hätte ich niemals gedacht, weil am Schluss kann man auch einem Autor oder Autorin ja kein größeres Kompliment machen als das, was die meisten Menschen mir geschrieben haben. Und in dem Moment wusste ich, dass es noch richtiger war, das Buch zu veröffentlichen. Und als dann kurz danach auch noch die Nachricht kam, dass es vor der richtigen Veröffentlichung konnte man das ja schon bestellen und wurde teilweise schon ausgeliefert. Und dann landete es wirklich vor dem offiziellen Veröffentlichungsdatum auch noch auf der Spiegel-Bestsellerliste. Und da bin ich ja wirklich fast die Treppe runtergefallen, als ich das gehört habe. Also das war unglaublich für mich. Durch die Hölle zum Glück. Meine Kinderwunschbehandlung Fehlgeburten und warum ich nie aufgegeben habe, gibt es im Handel, ist bei Eden Books erschienen und ist ein tolles Buch. Wenn ihr Menschen kennt, die diesem Thema begegnet sind, vielleicht hilft dieses Buch. Und ich freue mich, dass die Autorin zu Gast war. Tanja Tschetschenko, vielen Dank für deinen Besuch in der Web-Talk-Show. Ich danke, hat Spaß gemacht. Dankeschön. Und du hast jetzt noch eine schöne Möglichkeit. Du darfst in deine Kamera sagen, was du noch nie in eine Kamera dieser Welt gesagt hast, aber eigentlich schon mal unbedingt immer sagen wolltest. Oder einfach etwas, was dir wichtig ist. Du hast aber noch ein paar Sekunden Zeit, darüber nachzudenken. Und für euch da draußen gilt, wenn ihr Menschen kennt, die zusammen in einer Beziehung sind und die sind schon länger zusammen, bitte, bitte fragt nicht nach. Wann ist es soweit? Wann werdet ihr Eltern? Weil man weiß nie, welche Tür man damit auftritt. Deswegen Menschen, die das als Ziel haben oder das vorhaben oder machen, die werden das von alleine mitteilen. Aber so eine Frage kann unfassbar wehtun, egal wie gut sie gemeint ist. Wir sehen uns morgen. Wie jeden Abend zur Web-Talk-Show. Mein Name ist Nico Gutjahr. Und jetzt die heutigen Abschlussworte von Tanja Tschetschenko. Bis dann. Was ich immer schon mal sagen wollte... Ich rede den ganzen Tag. Jetzt halte ich mal den Mund.